Wenn du für die Schule eine Personenbeschreibung verfassen sollst, hast du drei verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wähle eine davon aus und halte dich daran. Ich stelle sie dir hier alle drei vor. Die erste Möglichkeit ist, die Person von oben nach unten zu beschreiben, damit du nichts vergisst. Beginne also mit dem Hut oder der Mütze. Hier handelt es sich um einen Jungen, der eine braune Mütze auf dem Kopf trägt. Geh dann weiter zum Gesicht. Er hat kurze braune Haare, rosige Backen, offene braune Augen und eine Stupsnase. Er lächelt. Schließe dann die Kleidung an. Um seinen Hals ist ein grüner Schal geschlungen. Er trägt grüne Handschuhe, eine braune Jacke und eine braune dicke Hose. Unter dem linken Arm klemmt eine Krücke. Der Junge humpelt. Eine zweite Möglichkeit ist, erst das Gesicht, dann den Körper, dann die Kleidung und dann die Details zu beschreiben. Du beginnst also hier mit dem Gesicht und beschreibst Nase, Mund, Augen, Ohren und Haare. Dann beschreibst du den Körper. Wie bewegt sich der Junge? Was für eine Pose macht er? Was für eine Statur hat er? Dann kommt die Kleidung, also Hose, Jacke, Schuhe, Material und Farbe. Und am Schluss dann Details, auffällige, das wäre hier die Krücke. Die dritte Möglichkeit ist, vom Wichtigen zum Unwichtigen. Am wichtigsten ist, der Junge humpelt und trägt eine Krücke. Dann folgt seine Kleidung. An denen kann man ihn gut erkennen. Dicke Wintersachen, einen grünen Schal, eine braune Jacke und Fausthandschuhe. Dann kommt das Gesicht. Er lächelt und schaut nach oben, während er läuft. Der Junge hat braune Haare, eine Stupsnase, braune Augen und rosige Backen. Das Leistungsniveau entscheidet. Am einfachsten ist es, von oben nach unten zu beschreiben. Dann wird es etwas schwieriger, wenn du dich an die Regelung Gesicht, Körper, Kleidung, Details richtest. Und Stufe 3 wäre dann vom Wichtigen zum Unwichtigen. Dabei musst du entscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Schreiben der Personenbeschreibung.